Na, nee, ist super. Ich hasse den Pony wie kaum einer sonst. Was sollen wir denn sonst Nee, antworten? super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Naja, es Es stinkt. stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Welches Deo? Mein was? Genau. Hier gibt's nur Müll. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Genau, besonders Müll in Weiß. Ich habe was Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten, Hier leben Anwesende nur eingeschlossen. Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Oh, hör auf, mir alles Hör auf, nachzuplappern. mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Ach, der Deal steht also Der Deal noch? steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir jetzt eigentlich trauen? Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. So, das war gerade wieder das Aufnahmeprogramm. Ich nehme mal wieder zu lange auf, wie scheint. Ich hoffe, da schießt mir jetzt trotzdem nichts ab, wenn ich jetzt einfach mal so weitermache. Ich gehe jetzt und hol Goal. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Boah, was für ein Pinsel, der Knabe. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Schön. Wie herrlich. Können wir das durchsuchen? Finger weg! Verdammt! Och Mann. So ein Pinsel. Da geht's zum Fahrstuhl. Ne, komm, da lang. So, ich muss jetzt gerade bloß gerade das Mikro drüber schauen. Jetzt gerade bloß gerade on. Lololololol. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach, Mann. Können wir ihn nicht Das ausmachen? einzige Licht hier hinten.
Können wir da am Sirons... Nee, komm. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Okay, aber ich würde doch ganz gerne mal das Licht irgendwie ausknipsen. Mopstange? Können wir da irgendwie was? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Hä? Okay. Also wohl nicht. Kieselstein. Können wir hier auspfeffern? Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Okay. Braucht ihr eine Zwille oder was? Schnörkel, wie eine Steinschleuder. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Okay. Naja. Gekautes Kaugummi? Mopstange? So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Schnörkel? Ah ja, das geht. Tödliche Schusswaffe. Check. Wie jetzt? Er hat den Kaugummi gerollt und an den Schnörkel gepappt? Und das soll eine Zwille sein? Okay. Naja, ich hinterfrag's mal lieber nicht. Zwille. Munition? Check. Und jetzt benutze Zwille mit Kieselstein mit eingeschalteter Lampe. Alle Mann auf Gefechtsstation! Oh. Verdammt. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Können wir den Flugfernseher nicht irgendwie auch mit der Zwille abschießen? Und den Amtmann Argus? Können wir jetzt vorbei? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Boah. Moment mal. Können wir da irgendwas über die Tür drüber hängen? Nein. Können wir damit... Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Yeah. Cool. Aber die Frage ist, wie kommen wir an dem Typen vorbei? Ach so, wir sehen dem anderen ähnlich. Das heißt, ich könnte mal versuchen, Mob... Nee, halt. Flagge? Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Oh. Was haben wir denn sonst noch so hier? Oh, Lampenschirm. Können wir den... Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund. Oder der von Goals Verlobtem. Hm. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. So, versuchen wir denn doch mal mit der Mopstange zu angeln. Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Oh, und wenn wir hier mit dem Schnörkel... Ja, es geht. So, Schnörkel. Haken. So, Lampenschirm. Ja. Jetzt haben wir einen Lampenschirm. Und dann, wenn wir den jetzt mit dem... Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Wo kriegen wir denn Frisurfett her? Moment, war da nicht ein Öltank draußen? Momentche. Momentche mal kurz. Ja, genau, da war ein Öltank. Und da können wir mit etwas Glück den Mob reinhängen. Ich schau mal, ob das geht. Ja, es geht. Das heißt... öliger Mob. Hehe, das sieht Cletus' Frisur zum Verwechseln ähnlich.
Und wird wahrscheinlich auch so riechen. So, dann nehmen wir das. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber ja, da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Boah. Wie geht denn das? Flagge? Ach, Flagge mit Lampenschirm. Okay. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Okay, die wir ja gerade Beamten-Outfit. Okay, fehlt nur noch der ölige Mob als Perücke, als kleiner Pfiffi obendrauf. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. So, und jetzt haben wir ein improvisiertes Cletus-Kostüm. Können wir das anziehen? Nein. Na komm. Ja. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Okay. Also müssen wir wieder da zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Und dann schleichen wir uns vorbei. So. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Jetzt musst du nur noch so affig reden. So. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ja, dann fangen Sie wieder ein. So. Jetzt haben wir uns wieder entverkleidet und ich sehe mich jetzt zum Fahrstuhl. Okay. Das Kostümchen haben wir noch dabei. Ja, haben wir noch. Gott sei Dank. So, zur Plattform und schnell die Datasette holen. Aber wie kriegen wir den jetzt eigentlich, Cletus? Quatschen wir mal mit dem Affen. So. Also ich würde zu gerne sehen, wie das Kostüm bei Licht ausschaut. Die Organons erzählten was von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette aber, damit ich da durch kann. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Komme ich nicht an der Organons vorbei. Gold ist bewusstlos. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na hör mal, da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau, denn es war ein Witz. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ja, macht total den Eindruck. Wahre Liebe. Und gar keine Zweckheirat oder so. Halle, okay. Bahnhofshalle, okay. Jetzt müssen wir
uns nochmal in Cletus Outfit schmeißen. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Genau. Backup-Datasette, schauen wir uns die doch mal an. Das soll Goals Backup-Bewusstsein sein. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich. Können wir das nicht einfach überspielen? Argus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Ich würde so gerne diesen. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Können wir das wieder mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Aber zum Candy Shop und. Zum Candy Shop und Goal holen. Verdammt, sie ist weg. Sapperlot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser ab... Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren.